Hallo liebe Leute, und weiter geht's mit Kirby's Adventure und wir wagen uns jetzt im finalen Kampf gegen König Nickerchen. Und da ist auch schon, er ist höchstpersönlich bereit für den Kampf, der Kampf der Kämpfe. Er will uns beim Traumbrunnen herausfordern. Ja, wir haben auf jeden Fall die Sternzepter-Splitter jetzt auf jeden Fall aufgesammelt und müssen ihn nur noch besiegen, damit wir die Träume wieder erlangen können. Aber naja, erstmal müssen wir diesen Kampf hier überstehen. So, kommst du? Ja, du machst diesen typischen Sprung, den man bei dir aus Kirby's Dreamland 1 und 2 sehr gut kennt. Ah ja, vor allem, weil er dadurch zwei Sterne, jetzt kann er sogar fliegen, zwei Sterne eigentlich ausspuckt. Mit einer Fähigkeit hätte ich hier eine bessere Chance, aber er braucht schon Fähigkeiten. Ich kann ihn auch ohne Fähigkeiten besiegen, sofern ich die Sterne mal kriegen würde. Okay, und die Wette saugen von mir aus. Feuer frei. Hui, gib mir einen Stern. So, sehr schön. Friss das. Na, wie schmeckt dir das? Okay, dir schmeckt's nicht. Bei Kirby's Dreamland 2 hätte man eher die Chance, beide Sterne zu kriegen. Hier geht das nicht. Finde ich schade. So kriege ich ihn. Ja, so kriege ich auf jeden Fall nicht viele Schadenpunkte bei ihm. Okay. Ah, schon wieder Hammer-Time. Gut, dass er hier nicht böse wird wie bei Kirby's Dreamland 2. Da habe ich ihn auch noch sehr böse in Erinnerung. Ach man, lass mich doch. So, was machst du nun? Hammer oder? Okay. Hammer, daneben nicht springen. Ah, wie wär's mal wieder mit. Nein, nicht einsaugen! Okay, mit drei Lebensbalken, sofern ich König Nickerchen noch hinkriege, ist noch alles in Ordnung. Ich glaube, ich spoiler gerade ein bisschen zu viel. Egal, komm schon, lass dich besiegen. Lass es nicht zu spannend werden. Es ist nur ein harmloser Kampf gegen, ja, den König. Na komm, ja, flieg, aber nicht auf mich, das tut weh. Das macht Schaden, aber scheinbar ist ihm das egal. Na, da komme ich nicht dran, verdammt. Jetzt will er wieder um die Wette fliegen. Hier oben. Oh, flieg ruhig vorbei. So, wo ist er jetzt? Ich sehe nicht. Ah, okay. So, jetzt kommt diesmal wieder wahrscheinlich ein Hammer oder ein Saugangriff. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was er tut. Nein, der springt. Scheiße. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich werde doch noch gewinnen. König Nickerchen ist besiegt. Yay. Er ist am Boden zerstört. Okay, Leute. Nun kommen wir zu Welt 8 Traumbrunnen. Ja, Leute. Es ist noch nicht vorbei. König Nickerchen will uns aufhalten. Warum? Du hast den Scherzzepter geklaut. Jetzt geh zurück. Nein, gibt's nicht. Geh weg. Du hast nichts verloren. So. Also packen wir den Stern jetzt wieder dahin, wo er hingehört. Aber es war ein großer Fehler. Eine Kugel. Es ist keine gute Kugel. Nein, das ist der Boss, der sich in diesem Brunnen versteckt hielt. Weil König Nickerchen davon Wind bekommen hat, hat er versucht, dieses Wesen, welches ich gleich bei Namen nennen werde, auf jeden Fall versucht, damit den Schach zu halten, indem er halt diesen Sternzepter in, ja, alle Splitter verteilt hat und an seine Kumpanen geschickt hat. Statt dass König Nickerchen Kirby davon erzählt, nein, muss er das wirklich an seine Untertanen senden. Eigentlich eine ziemlich dumme Aktion. Aber naja. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall gegen das Böse selbst hier antreten. Ja, welches wirklich für die ganzen, für den Traumverlust verantwortlich ist. Oh ja, es ist niemand Geringeres als Nightmare. Bisher hat er noch eine Form, die eigentlich nicht sehr bekannt sein dürfte, so wie er jetzt gerade aussieht, weil das ist nur eine dumme Kugel, die quasi wie, Miracle oder Dark Matter funktioniert. Ja, in etwa. Aber okay. So. Und nun zeigt er seine wahre Gestalt. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt endgültig der letzte Kampf. Geht los. Auf dem Mond. Möge die Schlacht beginnen. Puh, auf geht's. Nightmare, dir geht's jetzt an den Kragen. Ja. Ah, du kannst von erinnern, okay. Ausweichen, Kirby, ausweichen. Okay, er nimmt Gestalt an. Es wird böse. Okay, das ist unmöglich auszuweichen. Zumindest auf Dauer. Okay, von mir aus, du willst einen Kampf, du kriegst einen Kampf. Gut, Nightmare. Nun zeige ich dir, wie man dich besiegt. Okay, das ist Nightmare. Wer den Anime gesehen hat, wird auf jeden Fall diese Gestalt zumindest wiedererkennen vom Aussehen her. So, ich muss auf jeden Fall sein... wie soll man das hier nennen? Auf jeden Fall das, was hier blinkt, muss ich auf jeden Fall treffen. Am besten, wenn ich mit den Sternen zuschlage. Weil das macht etwas mehr Schaden, als wenn ich einfach so einen Saitosprung dran mache. Deswegen, das bringt nicht wirklich viel. Und ich hoffe, dass es halbwegs gut funktioniert, wenn ich, ja, treffe. Wie ihr seht, das macht jetzt 5 Balken Schaden. Auf jeden Fall etwas besser als nur ein Balken. Okay, das macht nichts, da komme ich nicht dran. Aber wenn ihr mal den Hintergrund betrachtet, das sieht ein bisschen so aus wie bei einem Kampf gegen Marx. Aus Kirby's Funpack, so.
Welches ich auch schon sehr schön gemacht finde. Wobei hier fehlt die Sonne im Hintergrund. Egal. Das war noch die NES-Zeit, da könnte man das wohl noch nicht darstellen. Ich kriege ihn nicht, verdammt. Okay, es ist eigentlich kein Es ist eigentlich kein schwerer letzter Boss, wenn ihr mich fragt, so wenig wie der drauf hat für einen letzten Boss. Aber als Kind hatte ich so meine Probleme gegen den. Oder als ich wirklich das Remake gespielt habe, oh Gott. Naja, da war ich etwas jünger, da war ich zwar kein Kind mehr, aber ich hatte wirklich Probleme gegen den. Bin ich ganz ehrlich. Und mittlerweile ist das ein Klacks. Ja, ich habe ihn. Okay, es dauert nicht mehr lange. Zwei Treffer noch, dann bin ich erledigt. Was kommt jetzt? Oh, okay, das wusste ich nicht jetzt vernünftig anzugreifen. Verdammt. Er lädt auf jeden Fall von Zeit zu Zeit dazu. Wenn ich jetzt... Ah, okay. Wenn ich ihn treffe, ist wunderschön. So, 34 Leben. Boah, die werde ich echt nicht mehr los, Leute. Bald ist es überstanden. Bald ist es echt überstanden. Ui, verdammt, verdammt, verdammt. Nightmare. Du kannst ruhig aufgeben. Ja, ja, noch ein Treffer, Leute, noch ein Treffer. Dann war es das, dann ist Nightmare Geschichte. Boah, dass der Kampf mal wirklich so gut verläuft. Komm, 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 treff, ja! Es ist geschafft. Nightmare ist Geschichte, die Albträume sind vernichtet. Juhu! Bye, bye, Nightmare. Puh. Das ging ja doch gut über die Bühne, als ich dachte eigentlich. Ich habe auf jeden Fall mit ein paar Versuchen gerechnet, aber okay. Und so entstand der Sichelmond. Ja, Leute, Kirby ist dafür verantwortlich. Jetzt wisst ihr's. Ja. Somit haben wir's überstanden. Nightmare ist besiegt. Endlich ist das Sternzepter wieder an seinem... Ja, an seinem... was? Platz. Und die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Ja, Nightmare war dafür verantwortlich. Aber wie konnte König Nickerchen das verheimlichen? Eigentlich wollte König Nickerchen das Zepter nur vor dem bösen Albtraum retten, der sich schon seit Tagen in der Nähe des Traumbrunnens aufhielt. Ja, aber es wäre wirklich besser gewesen, wenn er das gesagt hätte. Hätte dieser Albtraum das Zepter in die Hände bekommen, wäre Traumland von schrecklichen Träumen heimgesucht worden. Naja, träumen können sie ja sowieso nicht mehr, von daher wäre es eigentlich nicht wirklich schlimm. Aber jetzt ist wieder alles gut und die Bewohner von Traumland können wieder schlafen. Vorher hätten sie auch schlafen können, nur halt nicht träumen. Zumindest stand das so in der Vorgeschichte. Ja, König Nickerchen hat sich von uns verabschiedet. Er war also eigentlich diesmal auf der guten Seite. Und wir haben ihn für böse empfunden. Wir sind die Bösen eigentlich. Obwohl, wir haben das wahre Böse besiegt. Und das Sternzepter an seinen richtigen Ursprungsplatz zurückgebracht. An den Traumbrunnen. Welches eigentlich auch ein Kampfareal in Super Smash Bros. Brawl ist. Und yay! Es gibt wieder Träume, Leute. Ihr könnt wieder schlafen in Ruhe und einfach so gemütlich vor euch hinträumen. Denn Kirby hat die Welt gerettet. Und die Träume auch. Ja, das war's schon mit Kirby's Adventure. Irgendwie schade. Aber gut. Ja. Jetzt sehen wir auf jeden Fall die Credits und ich kann mich von diesem Spiel so langsam aber sicher verabschieden. Gut, Leute. Was kann ich groß zu diesem Spiel sagen? Also, dieses Spiel gehört auf jeden Fall auch zu eines meiner Lieblings-Kirby-Spielen. Neben Kirby Superstar bzw. Funpack oder Kirby Superstar Ultra, das Remake. Ja, das sind so meine Lieblings-Kirby-Spiele, die ich wirklich genial finde. Und ja, zur Grafik des NES-Teils Kirby's Adventure hier, muss ich sagen, die haben aus den NES schon verdammt viel rausgeholt. Bei diesem Spiel zumindest. Also, wenn man da einige Turmgänge betrachtet, wie sich das da mitbewegt, das ist einfach nur fantastisch, dass sie das hier so genial gemacht haben. Ja, zum Sound, was soll... Ja, da braucht man nicht viel sagen. Das Soundtrack von Kirby ist klasse. Einige Melodien sind wow. Vor allem, wenn man da so nochmal die Melodie von Kirby's Dream Land hört. Ja, da schlägt das Retro-Herz doch sehr viel höher, oder meint ihr nicht? Ja, das ist schon fantastisch. Und ja, deswegen dieser Soundtrack von Kirby's Adventure ist auch wieder fantastisch gelungen. Ja. Und sonst vom Gameplay her ist es auch, ja, spielt sich eigentlich recht gut. Wobei es gibt auch so Macken in diesem Spiel. Beispielsweise, ja. Die eine Macke... Wie soll ich sagen, es gibt hier... Ja, die Geheimwege sind teilweise echt schwer zu finden, zumindest in der NES-Version hier in dieser. Finde ich das wirklich schon sehr raffiniert gemacht. Also, ich denke mal, so von sich aus ist das hier viel schwerer herauszufinden als jetzt beim GBA-Remake. Das müsst ihr auch mal zugeben.
Aber sonst geht's eigentlich. Ich meine, ich kannte die Geheimwege ja jetzt, deswegen hatte ich die Probleme da nicht, das zu finden. Aber es ist echt schon sehr raffiniert, wie gut die Geheimwege hier versteckt haben. Aber ich meine, es ist nicht unbedingt ein Negativpunkt. Es ist eigentlich schon toll. Und ja, deswegen gefällt mir das Spiel eigentlich auch, weil es hier, ja, ziemlich gute, ja, gut versteckte Wege hat. Und wir werden sogar verabschiedet hier mit einer Hand unten. 34 Leben habe ich, 1.505.440 Punkte, für nix und nie wieder nix gesammelt. Ja, Leute, Traumland ist gerettet, das Spiel somit beendet. Endlich mal ein entspannteres Spiel, seit langem mal wieder gespielt. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich in diesem Let's Play. Und bin ja gespannt, ob ihr noch einen Boss Rush von mir sehen wollt oder so. Ja, warte ich einfach mal drauf, der wird dann aber allerdings erst später kommen. Ich habe das Projekt jetzt beendet, ich bin jetzt zwar schon bei 11 Minuten, egal. Ich verabschiede mich jetzt so langsam, bedanke mich fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Bewertungen, für alles. Und hoffe, ihr seid bei meinen anderen Projekten auch wieder dabei, schaut fleißig zu und habt Spaß dabei. Also Leute, bis zu meinen anderen Let's Plays. Bis dahin, auf Wiedersehen. DJ Chaos Strikes Back.